Recht herzlich willkommen zur 66. Folge von Avoyon. Ja, wir sind im neuen Sektor, letztes Mal noch durchs Tor geflogen und dann haben wir Milchproduktion gesehen, richtig, aber ich weiß gar nicht, ob wir reingeguckt haben, was die brauchen oder nicht. Ich glaube, das haben wir nicht mehr gemacht. Schwarzes Brett, Lieferung Milchprodukt, brauchen wir nicht. 66 Vieh. Wir hatten aber kein Vieh dabei, ne, oder? Was hatten wir denn dabei? Lasermodulatoren. Okay, das Vieh haben wir irgendwo anders verkauft. Naja, dann ist das halt so, ne? Klappt also nicht. Ne, lass mal gerade diese Dingens taktische Karte hier aufrufen. Das war jetzt dann der... Ja, was anderes ist hier nicht. Auch schön, ne? Gut, letztes Mal haben wir noch ein Dingens, das Update da reingebaut. Das können wir jetzt wieder rückgängig machen. Okay. Hier vorne... Oh ne, nicht da vorne, da war's. Und da haben wir übrigens drei von, hatte ich letztes Mal nur dieses gesehen, aber wir haben da sogar noch eins mehr drin gehabt. Dann nehmen wir mal das Handelssystem wieder rein und dann gucken wir auch den Handel gerade an. Und da gibt's hier Solarkraftwerk, Ölraffinerie, da wollen die Energiezellen haben. 52 auf 61, naja, lohnen ist was anderes, ne? Und sonst bringt's hier auch nichts. Von Station kaufen. Was sollen wir von Station kaufen? Gute Frage, ne? Marktpreis ist alles teuer. Lohnt also auch noch nicht mal, ne? So, dann haben wir das auch geklärt. Wie sieht es überhaupt aus mit unserer 8000, 7000? Ich glaube, wir sollten mal unser Schiff gerade noch ein bisschen energietechnisch versorgen weiter, ne? Zack. Ja. Was war das hier jetzt? Energiecontainer, okay. Und das ist auch zu klein eigentlich alles, ne? Dann gehen wir mal in Grün rein. Und gucken im Grün nach Generator erstmal. Ne, das ist der Schildgenerator. Den brauchen wir nicht. Wir brauchen den normalen Generator. Da ist er. Und dann... Müssen wir mal gucken, wo wir da was hinbauen. Ja. Ich glaube, wir müssen erst Gerüst bauen. Da. Minimalistisch. Dahin. Und dahin. Haben wir. Dann den Generator nochmal auswählen. Und jetzt würde ich schon fast sagen, wir können das auch in der Größe bauen, oder? Steuerung C. Steuerung V. So, das passt in der Hinsicht. Und jetzt den Generator auswählen. Jetzt ist die Frage, ja doch, das wird ja so gehen, ne? Okay. Bauen da einfach so hin. Und den Energiecontainer machen wir da hin, oder? So. Sind wir mit beiden besser geworden? Nochmal so ein Gerüst, bitte. Basteln wir dahin und dann nochmal den Energiegenerator und da müssen wir jetzt mal gerade Hand anlegen. Und zack. Jo, der ist jetzt richtig schön lang runter. Passt, ne? Das hat ja gut geklappt, ne? Ja, ist aber so. Lassen wir jetzt auch so. So, meine Manövrierfähigkeit ist natürlich auch super schlecht gegeben, hat man festgestellt, ne?
Und gab es hier Steuerdüsen, Geschützrotation, sonst was? Erhöhte Rotationsgeschwindigkeit. Das war das Teil, ne? Genau. So, und das bedeutet jetzt, dass ich dieses Teil hier vorne zwischensetzen werde. Ah, jetzt machen wir erstmal ein paar Gerüste. Einmal da. Wo sind die Kanonen da vorne? Dann würde ich das jetzt noch favorisieren. Und wo können wir das senkrecht machen? Machen wir das da senkrecht drauf, oder? Fertig. Ja, müssen wir gucken, wie weit das geht dann. So, dann die Rotationsgeschichte auswählen. So, und das Ganze in die Höhe treiben. Ne, das wollte ich nicht, das auch nicht, sondern das. So. Der kommt jetzt dahin. Kann aber noch einen höher. Obwohl es da nicht ein höher ist. Also da wäre es so. Dann lass uns in der Breite noch was machen. Dann geht's ja auch. So, hier. Ne, wie war denn das mit dem... So war das. Da muss er so... Und wo ist das Schiff jetzt? Da. Das gefällt mir jetzt nicht. Wie kriege ich das denn jetzt hin? Hallo? So, da ist es. Ja. So, ja. Und so. Das passt mir schon. Jetzt müssen wir noch die Fläche hinkriegen. Und... War das der grüne? Ne. Ja, jetzt passt's. Und das ist fürs Drehen, ne? Und Schuss. Und sollte besser sein, ne? So, das hat uns wieder Energie gekostet im Endeffekt. Oh, hier ist noch ganz viel Luft zwischen, ne? Da könnte man noch gut was machen. Was ist denn das hier für ein Teil eigentlich? Das ist ein Titangenerator. Na, dann werden wir den doch mal ganz schnell umändern, oder? Blöcke umwandeln. Generator. So. Und das war auch ein Generator, ne? Was ist das? Auch ein Generator. Transformieren wir auch. Was ist das? Integrationsfeldgenerator. Und das ist auch ein Generator. Der wird auch grün. So. Ich glaube, dann haben wir das erstmal weiter geschafft. Und hier hinten Triebwerke wäre natürlich auch noch umänderbar, ne? Wir haben ja noch ein bisschen Geld da. Also wenigstens schon mal auf jeden Fall hier die Triebwerke aus Eisen machen wir jetzt mal. Und
Das ist schon gewesen, oder? Was haben wir hier nochmal? Batterien. Energiecontainer, gut. Energiecontainer. Das umwandeln in Energiecontainer. Was sind das für Teile hier? Das ist noch ein Generator. Und sind das Energiecontainer. Das auch. Und dann holen wir mal den Generator raus. Das haben wir dann auch gemacht. Und hier ist noch so ein bisschen viel mehr, ne? Energiecontainer, hm? Den auch nochmal. Integrationsfeld, sonst was. Was ist das für ein Teil hier? Noch ein Energiecontainer haben wir noch ausgewählt. Ja. Dann das bitte auch nochmal. Ja, ich glaube, dann haben wir das erstmal alles gemacht, was wir wollten. Und dann können wir da aussteigen aus dem Baumenü. Jetzt können wir mal P drücken und gucken, ob die Vergrößerung ein Feld gebracht hat. Nein. Ja. 800 Rechenleistung zum Freischalten benötigt. Aber ich hätte schon gern noch eins, ne? Ja, schnell ist noch was anderes, ne? Aber es ist bei Weitem schneller als sonst, oder? Gehen wir nochmal schnell hier rein. Das war hier das Drehding. Zack, Gerüst. Machen wir hier noch Gerüste hin. Und nochmal den kopieren. Dann haben wir die Größe geschafft und gehen dann auf Frachtraum. So. Und dann kommt hier in der Mitte noch ein Generator hin. Den müssen wir aber verlängern. So, jetzt sag ich mir eins. Warum sind die alle gleich lang und der hier nicht? Haben wir da irgendwie nicht getroffen? Frachtraum. Steuerung C, Steuerung V. Da ist irgendwas faul. Das gefällt mir jetzt natürlich nicht, ne? Aber wo ist da der Fehler? Bis dahin ist doch alles gleich. Der da ist falsch dann. Dann zack, den weg. So, und dann Steuerung C, Steuerung V, passt. Frachtraum ausgewählt. Aber der passt immer noch nicht. Ich weiß nicht, wo es ist, wo er falsch ist. Dann ist das halt so, ne?
kleiner. Einmal hin. Frachtraum. Größe dieser. Oder haben wir da irgendwo einen zwischen? Obwohl, dieser ist ja größer. Dann lass uns den mal gerade kopieren. Gucken, ob wir dann das auch wieder hinkriegen, ne? Na, jetzt ist der ein bisschen länger. Ne, die unteren sind da unten schon gleich. Lass es so erstmal. Gut, Baumodus wieder verlassen. Nochmal P gucken. Hat aber nichts gebracht. Hier sind es immer noch 800. Schade drum, ne? Aber das gibt ja ein Bauteil für die Rechenleistung, ne? Also, nochmal P raus, nochmal B rein. Gucken, wo wir die Rechenleistung erhöhen können. Hülle, Triebwerk, Stein. Los, Gerüstbau. Irgendwo war der hier. Den Flugschreiber, der wäre auch ganz nett. Ach, sag nicht, es ist erst beim nächsten. Das könnte natürlich auch sein, ne? Schildgenerator, Energiecontainer, Generator, Integration hier. Computerkern, da ist es. Das brauchen wir, aber das ist leider noch nicht da. Gut, dann haben wir das aber auch geklärt. Dann würde ich sagen, ist unser Schiff schon wieder einsatzbereit erstmal wieder. Karte. Wo müssen wir hin? Nach da oben. Ja, da ist ein Notruf, oder wie sehe ich das? Ja. Aber wir wollen jetzt erstmal gucken, dass wir hier weiter reinzoomen, geht nicht. Das Nordwesttor nehmen. Ich glaube, es ist das Nordwesttor. Das ist das Südwesttor. Dann müsste das das Nordwesttor sein. Genau so ist es. Dann gucken wir mal, wie jetzt unser Antrieb ist. Hier sind Asteroiden. Bisschen aufpassen. Aber ich glaube, wir kommen durch ohne Karambolage. Sieht gut aus. Sieht auch in der Beziehung gut aus, dass momentan kein Power runtergeht. Die Batterien sind wohl voll. Gut. Ist nur eine Wegeskreuzung, oder wie sehe ich das? Genau so ist es. Das bedeutet, wir fliegen da weiter. Nord-Nordwest. Gucken wir mal, wie weit unser Generator- und Energiecontainer-System funktioniert. Aber es wird gar nicht weniger. Ich glaube, das läuft. Jetzt haben wir da aufgerüstet. Top. Okay. Karte. Es geht noch nach Norden weiter dann. Da ist auch das Nordtor. Karte 6, nee, 4 Stationen, 6 Schiffe, 797 Asteroiden. Was ist mit den 4 Stationen? Da unten ist eine Bergbaustation, die was möchte. Gucken wir mal gerade rein. Bohrer brauchen die, die lohnen sich auch immer, ne? Haben wir aber nicht. Ich gehe von aus, dass es die Station gerade war. Da haben wir ja noch eine. Liefern wir Aluminium irgendwo hin. Machen wir nicht. Doof ist, dass das jetzt hier wieder so verdreht ist, ne? Warum ist das so? Warum kann ich die Karte nicht so drehen, wie ich das möchte? Taktische Karte halt, ne? Nur eine Draufsicht ist möglich. Ja, welchen habe ich gehabt, welchen nicht? Das ist hier jetzt die Frage, ne?
Ah. Das war schon mal falsch. F9 und dann F. Ah, dann hatten wir noch nicht. Dann haben wir die drei Erzgeschichten durch. So, nochmal F. So, da ist aber auch nichts. Jetzt nochmal hier rein. Den Z-Detektor reinstecken. Und kurz einmal gucken, ob hier was irgendwo ist. Und da zeigt er uns wieder nichts an. Na, das ist die Station. Ne, geht nur hin und her so, ne? Drehen ist da nicht. Ne, sehe ich jetzt auch nicht mehr. Okay, das war's. So viel zu dem Thema. Nordtor war das. Fliegen wir hin. Aber das machen wir in der nächsten Folge, beziehungsweise wir gucken, was dahinter ist in der nächsten Folge. Ich fliege nur gerade durchs Tor noch durch und dann, wenn wir in der neuen, im neuen Sektor sind, gucken wir uns das dann an. Jo, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.